Hallo, schauen wir doch mal, was wieder bei mir im Garten so blüht. Hier zum Beispiel der Rucola, wir haben den jetzt einfach schießen lassen. Wir haben ja auch noch genug Salat, sodass der Platz jetzt gerade nicht gebraucht wird. Und wenn wir jetzt hier zum Eingang von der Terrasse gehen, hier eine weiße Malve. Die hat sich hier frei angesiedelt, nachdem ich hier mal irgendwann an anderer Stelle eine weiße Malve gesetzt hatte. Das war noch ganz zu Anfang, als ich noch nicht wusste, dass ich mit lateinischen Namen einkaufen gehen sollte. Hier die rote Malve. Und wenn man dann auf dieses kleine Beet guckt, dann sieht man hier den Steppensalbei, den Wiesensalbei. Und den Heil ziehst. An dieser Stelle hat sich auch die weiße Malve angesiedelt. Aber man sieht ja, sie wird beflogen. Von daher, zumindest den Generalisten wird sie schon helfen. Ja, meine Nesselkönigin ist natürlich schon lange durch, aber wenn man sich hier so diese Fraßspuren anschaut, dann scheint sie doch von mehr als nur Bienen, die Nektar holen wollen, genutzt werden. Ist ja keine heimische Art, die gibt es nur bis Österreich. Der Blutweiderich ist zwar schon hoch, aber die Blüte, die wird noch auf sich warten lassen. Ja, und hier geht es dann weiter mit unserem Bumerangbeet und da sehen wir im Hintergrund eben den Thymian, der da blüht. Das hier ist der Odermenning. Und natürlich hier die Kartäusernelke. Die Nachtviole ist jetzt eigentlich so gut wie durch. Hier wieder eine Kartäusernelke und die imposante Kabel, das ist meine kleinste. Drüben ist deutlich größer. Ja, jetzt so ein Natternkopf, wie man denkt, dass er groß sein sollte. Und leuchtet da so blau, mannstreu. Und hier, das müsste eine Braunelle sein. Auch die Ackerkratzdistel fängt jetzt an. Die Felsenbirne ist bereits beim Fruchten, die beernten wir schon fleißig. Hier im Hintergrund nochmal ein Natternkopf und auch die ersten Blaubeeren werden reif. Der Wiesenstorchschnabel ist am Blühen und auch die Glockenblume. Hier sehen wir dann das Johanniskraut. Der Baldrian. Das war das schon wieder aufrichter Ziest, glaube ich. Der Käferkeller. Hier die Johannisleiter, eine Jakobsleiter. Und im Hintergrund auch ein Heilziest müsste das sein.
Zeit der Rosen ist vorbei. Da bilden sich jetzt die Hagebutten. Hier haben wir Candelaber Ehrenpreis und hier eben wieder eine Kartäusernelke. Da unten die römische Kamille, die ich hier mal als Bodendecker versucht habe. Und natürlich der Thymian, dann der quirlblütige Salbei, Mondblumen, Lavendel und Färberkamille. Und wenn ich hier rüber schaue, eben auch der Thymian, da hinten vor dem Teich wieder Steppensalbei. Die Kamille ist auch noch fleißig dabei. Der Apothekersalbei und hier noch ein paar mehr Candelaber, ja, und Preise. Wundert mich, dass da gerade nichts dran hängt. Die wilde Möhre, die sich in meinem Sandarium breit gemacht hat. Ja, und hier eben das traurige Bild meiner Nathanköpfe. Aber die meisten haben ja überlebt, von daher ist es auch alles gut. Die weiße Lichtnelke, die ist echt auch so ein Blühwunder. Die hört eigentlich gar nicht mehr auf. Und unten drunter der Lein. Und in meinem Trockenhochbeet die Glanzkarbiose. Die Sandgrasnelke, die hat sich jetzt auch versamt. Während meine rote Kartäusernelke, die scheint das Zeitliche gesegnet zu haben. Sie hat noch zwei Blüten gebracht und ist nichts mehr grün. Der war das jetzt das Jahr doch zu viel. Das hier ist roter Lein. Das Leinkraut. Ja, das muss irgendwie anders in den Garten gekommen sein. Es ist nicht heimisch, ist in der Winde, auch wenn sie nur von der Blütenform so aussieht. Und hier eben unsere heimische Ackerwinde. Da haben wir sehr viel. Und wenn ich hier reingehe, das wird eine Kugeldistel, die braucht aber noch. Und hier nochmal eine Karde. Ja, ach, Schafgarbe habe ich auch noch. So, meine Lieben, das war der Blütenrundgang Ende Juni. Und wenn sich hier mal wieder was getan hat, kommt eben das nächste Video. Macht's gut. Ciao, ciao.